Das badische Rothaus-Pokalfinale ist in dieser Saison ein astreines Mannheimer Derby. Mit dem SV Waldhof Mannheim und dem FC Türkspor Mannheim stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, deren Spielstätten keine 200 Meter voneinander entfernt sind. Und um dem Zuschauerzuspruch gerecht zu werden, wird das Finale im Karl-Benz-Stadion ausgetragen. Für den Landesligisten Türkspor Mannheim ein ganz besonderes Erlebnis. So hat zum Beispiel Burak Gülmez seine gesamte Jugend beim Waldhof gespielt, trifft nun hier auf den SVW. Da Waldhof-Trainer Patrick Glöckner den Verein zum Saisonende verlässt, ist es sein letztes Spiel auf der Mannheimer Bank und natürlich will er sich mit einem Titel verabschieden. Daher wird nicht geschont, so steht natürlich auch Topscorer Marc Schnatterer in der Startelf. Selbstverständlich geht der SV Waldhof als Drittligist favorisiert ins Endspiel, aber Türkspor Mannheim hat als Landesligist eine bemerkenswerte Pokalrunde hingelegt und im Halbfinale mit dem 1. FC Bruchsal auch einen Oberligisten aus dem Wettbewerb geschmissen. Und auch hier verkauft sich der Außenseiter zu Spielbeginn teuer, der Waldhof. Zwar mit mehr Spielanteilen, aber klare Torchancen gibt's erstmal nicht. So starten wir mit diesem Angriff von Türkspor. Yuel Tasfagaba auf Rami Can Bass und der probierte es mit einem Schuss. Bass ist zwar der Top-Torjäger des Landesligisten, aber hier ist sein Abschluss kein Problem für Jan-Christoph Bartels. Es läuft noch dieselbe Spielminute. Niklas Sommer mit einem schönen Pass in die Spitze auf Fridolin Wagner. Der legt quer. Im letzten Moment ist aber Dolunay Kavdaroglu da und kann retten. Nach einem Foul vom Bass an Marco Höger hat der Waldhof dann diesen Freistoß. Marc Schnatterer und Alexander Rossipal stehen bereit. Schnatterer macht's, kann damit aber Mario Barreto im Tor nicht bezwingen. Doch die Blau-Schwarzen werden nun zwingender, schnüren Türkspor förmlich hinten ein. Es geht über die rechte Seite, Sommer auf Schnatterer, der bringt den Ball vor das Tor, der Ball geht an den Pfosten. Doch zuvor, das Spiel schon unterbrochen, Dominik Kota ist da im 5-Meter-Raum Barreto angegangen. Dass Türkspor Mannheim tief stehen wird, war zu erwarten. Aber der Underdog macht das nicht schlecht, versucht seinerseits immer wieder Nadelstiche zu setzen. Yuel Tasfagaba auf Rami Can Bass, der auf Kadir Seka aus spitzem Winkel scheitert er aber an Bartels. Die daraus resultierende Ecke bringt nichts ein. Dafür zeigen wir aber gleich noch eine weitere Chance von Türkspor Mannheim. Diesmal wird Rami Can Bass im 16er bedient, kommt auch zum Abschluss, verfehlt damit aber das Tor von Bartels. Ansonsten spielt sich das Geschehen, wie auch hier zu sehen, tief in der Türkspor-Hälfte ab. Der Waldhof sucht die Lücke. Marco Höger auf den aufgerückten Rossipal und dessen Kopfball landet bei Kota und dann ist es passiert. Der SV Waldhof geht in Führung. Dominik Kota, ja erst im Winter als Leihspieler des KSC nach Mannheim gekommen, ist zu Saisonende richtig gut in Form, hat bereits am letzten Drittligaspieltag doppelt getroffen. Und auch heute gibt er sich mit einem Treffer noch nicht zufrieden, spielt hier den Doppelpass mit Pascal Sohm und schießt dann aus der Distanz, aber zu ungenau, die kugelsichere Beute von Mario Barreto. Und der aus Chile stammende Torhüter sollte weiterhin gefordert sein. Als sich bei sommerlichen Temperaturen alle schon auf das Verschnaufen in der Halbzeit freuen, spielt Höger erneut einen tollen Pass in die Tiefe. Schnatterer hat die Chance, kann aber Barreto auch nicht überwinden. So bleibt es bei der knappen, aber verdienten Führung für den Waldhof zur Pause. In die zweite Hälfte starten wir mit einem Freistoß der Blau-Schwarzen. Gleich mehrere Akteure würden wohl gern, aber das macht der Kapitän Marcel Segert. Durfte ja letzte Saison schon den Pokal entgegennehmen, will auch dieses Mal die Trophäe in die Höhe strecken. Aber noch ist das Spiel nicht zu Ende und das Ergebnis nach wie vor alles andere als klar. Und als dann dieser Fehlpass unterläuft, kann Ayhan Sabah schießen, verfehlt das Tor aber deutlich. So langsam schwinden dann die Kräfte beim Landesligisten, der bislang viel laufen muss. Jesper Verlaat mit dem Zuspiel auf Marc Schnatterer, der kommt zum Flanken und findet den Kopf von Fridolin Wagner und der weiß die Chance zu nutzen. Der Waldhof stellt auf 2:0 und auf immer mehr von einem neuerlichen Pokalsieg träumen. Wagner löst sich da geschickt von seinen Bewachern und köpft wuchtig ein. Und auch in der Folge spielt die Mannschaft von Patrick Glöckner das kontrolliert. Verlaat auf Sohm, der direkt weiter auf Kota. Barreto ist ein weiteres Mal zur Stelle und rettet für seine Mannschaft. Ein weiterer Gegentreffer und die Niederlage wäre wohl besiegelt.
aber der Waldhof lässt keinen Zweifel aufkommen, dass der Titel ein drittes Mal in Folge ihnen gehören soll. So wird der Gegner weiter unter Druck gesetzt. Ono Ünlüçiftçi fängt den Befreiungsschlag ab und macht es dann ganz humorlos. Trocken trischt er den Ball unter die Latte. Die endgültige Entscheidung. Ono Ünlüçiftçi verlässt ja den Verein nach der Saison, leistet aber hier noch seinen Beitrag zum Pokalsieg. Auch wenn das Spiel entschieden ist, zeigt Türkspor großen Sport, will zumindest noch zum Ehrentreffer kommen und kurz vor Spielende hat dann Ayhan Sabah die Chance, will es mit dem Außenriss aber fast zu schön machen, bekommt so den Ball nicht im Tor unter. So bleibt es beim 3:0-Sieg für den SV Waldhof, der damit das Pokaltriple feiern darf. Insgesamt ein Ergebnis, das in Ordnung geht. Auch Türkspor Mannheim kann stolz auf seine Leistung im Finale und dieser Pokalsaison sein. Zur Belohnung gibt's 50 Liter Freibier, gestiftet von der Rothausbrauerei. Für den Waldhof gibt es 100 Liter Bier und das Ticket für den DFB-Pokal. Wir haben hier noch die Stimmen zum Finale. Ich muss sagen, dass sich Türkspor Mannheim ganz gut verkauft hat. Gerade in der ersten Halbzeit war das wirklich ganz toll, was die geliefert haben. Da haben wir vorne immer Nadelstiche gesetzt, waren hinten eigentlich ganz gut gestanden. Klar, dann irgendwann kam eben die Luft noch dazu und ich glaube, mit dem 3:0 können beide gut leben. Sowohl der SV Waldhof Mannheim, den ich herzlich gratuliere natürlich, wie auch Türkspor Mannheim. Ja, es macht wie immer jedes Jahr Spaß und vor allem auch wieder bei so einer Kulisse in so einem Stadion. Und ich finde auch gerade für das Finalendspiel für so einen unterklassigen Verein ein absolutes Highlight, wie für uns, deswegen überragend. Ja. Also erstmal, wir sind sehr zufrieden mit der Leistung von den Jungs. Ist schon eine überragende Leistung, dass wir überhaupt hier im Stadion Finale spielen können gegen Drittligisten. Ich meine, es ist eine einmalige Sache und wahrscheinlich wird kein Spieler oder kein Trainer mehr sowas erleben bei uns im Verein. Hat Spaß gemacht, wir haben es genossen. Wir haben gut dagegen gehalten bis zur 30. Minute, dann hat es Tor kassiert. Aber im Großen und Ganzen ist es überragend gelaufen für uns. Ja klar, also wenn 10 Leute hinten am eigenen 16er verteidigen, musst du erstmal eine Lücke finden. Und die Lücke tut sich nicht oft auf. Wir haben es gut gespielt, über die Außen, genau richtig von der Ansetzung her. Haben dann in der ersten Halbzeit noch das erste Tor gemacht, konnten dann entsprechend nachlegen. Von daher ein sehr verdienter Sieg, auch in der Höhe. Vielleicht bei den Temperaturen in Ordnung. Also ich bin zufrieden mit dem, was meine Leistung gebracht hat. Wir freuen uns, dass wir so einen guten Tag hatten. Ja, das ist klasse. Wir haben jetzt das dritte Mal hintereinander den Landespokal gewonnen. Das ist ein tolles Ereignis. Ich freue mich, dass der Waldhof im nächsten Jahr im DFB-Pokal vertreten ist und vielleicht entsprechend dann auch wieder in die nächste Runde einziehen kann, je nachdem, wie viel Losglück man hat und wie man an dem Spieltag drauf ist. Aber alles in allem kann ich ein sehr positives Fazit ziehen. Gerade sportlich haben wir alles erreicht, denke ich, was man erreichen kann. Marcel Segert gebührt dann die Ehre, den Pokal aus den Händen von BFV-Vizepräsident Rüdiger Heiß in Empfang zu nehmen. Zum dritten Mal in Folge heißt der BFV-Rothaus-Pokalsieger SV Waldhof Mannheim. Gegen wen es dieses Mal in der ersten DFB-Pokalrunde geht, erfährt der Drittligist dann bei der Auslosung am 29. Mai.